wunderschönen guten Morgen, meine Freunds. Darf ich ein Duplo haben? Nein, ich würde gerne ein Duplo nutzen. Junge, Alter, jetzt mach dein Video. Mach ich doch, Digga, ich flash doch ein bisschen, ne? Sieg mir, Digga. Also, bevor wir anfangen, wir beide sind krank. Ozan ist seit 4 Tagen mit Klimaanlage in seinem Zimmer, minus 15 Grad. Ich war 2-mal hier, der war vorher schon krank, der hat mich angesteckt. Nicht, ich habe Corona, ich weiß nicht, was er hat, ist mir auch scheißegal, er hat mich immer noch angesteckt, obwohl er kein Corona hat. Ich habe Corona, merkt euch das. Also, wir kommen zu einem neuen Format, was wahrscheinlich jeder YouTuber schon durchgemacht hat. Welches? Ich habe eine Fragerunde gemacht auf Instagram, da geht es um... Worum ging es nochmal? Ich habe vergessen, weil ich Corona habe. Das ist mein Video, Digga, keine Ahnung. Die peinlichsten Erlebnisse sind von meinen Zuschauern. Okay, nächste. Ja, aber machst du Yoga oder so ein Video drehen? Boah, aber da ist immer noch weh. Guck mal, wie mein Bizeps angespannt sind. Das ist gut, ja? Nein, achso, okay. Ich bin Charlie Harper, das ist Alan Harper. Kann ich kurz deinen Eierrasierer benutzen? Was? Hm? Wollte man im Dunkeln Füße von einem Mädchen fotografieren, aber hatte Blitz an und sie hat's gesehen. Das ist mir auch schon 3-mal passiert. So. Was? Digga, das ist schon eklig, Digga, sag ich dir ehrlich. Okay, also ich würde dir sagen, fotografiere einfach Füße weiterhin im Blitz, weil irgendwann ist es einfach scheißegal. Weißt du, was ich meine? Ich gebe dir nur einen Tipp von einem Fußliebhaber. Oh, dann isst du oder stirbst du, ja? Ich dachte, dass Ono bessere Füße als Ato hat, bis Ato mir ein Album geschickt hat. Was für ein Album? Digga, ich sag dir ehrlich. Du hast aber nicht meinen Dropbox-Links. Dropbox? Dropbox. Dropbox-Link. Jetzt veröffentlicht, oder? 13. Ich hab verkauft auf... Ich kann das nicht, Digga. Ich hab verkauft auf Snapchat. Ja? Ja, ja. Kann ich dann meinen Teil haben ein bisschen? Nein, hat keiner gekauft, deshalb. Ich habe einfach gratis. Aber er sagt doch, er hat... Oh, Jan, ja. Ich habe ein Fotoshooting bezahlt. Damals... Mach bitte von Reihenfolge, sonst muss ich immer so... Oh, ich bin halb am Sterben, Digga. Ich bin auch am der Sterben. Der kommt einfach hier in ein Video, Digga. Ich bin krank, Digga. Ja, ja, tag dir, Jodum. Damals, als ich 9 war, habe ich unabsichtlich in der Moschee gefurzt während dem Beten. Kann passieren. Gib den Leuten nur mal Tipps, Digga. Also guck mal, wenn dich schon sowas Peinliches passiert, dann klau auch Schuhe, Digga. Weißt du, was ich meine? Und Jan? Tja. Ich habe in der Schule im Stuhlkreis gefurzt und alle haben das gehört. Digga, warum findet ihr die das Furz? Das hast du geschrieben. Achso, wir sollten keinen Namen sagen, oder? Mhm. Auf jeden Fall, ich finde, Furzen ist nicht schlimm, Digga. Ich habe mir auch in der 3. Klasse im türkischen Unterricht hatte ich Durchfall. Ich bin auf Toilette gerannt, voila, ich hab mich so zusammengeschissen, ich war voller Kacke. Jetzt stimmt das gerade? Voila, ja. Ich hab mich so voll gekackt, ich war einfach, glaube ich, 4 Stunden oder so auf Toilette, weil ich mich geschämt habe. Und dann hat Lehrerin meine Mutter angerufen, weil ich verschwunden war einfach. Und du kannst doch in der Schule voll kacken dann? Ja, auch, kann doch passieren, wenn man Durchfall hat. Warum das jetzt schon ja nicht? Oder sogar Beine. Kennst du das, wenn du Pampers anhast, dass du hochgerutscht? Nein. In Kosovo hat mich ein kleiner Junge mit Kacke abgeworfen. Ich wollte eigentlich nur was essen. Ich weiß nicht, welcher Zoo das war. Da fährst du so mit einem Boot lang und da sind so Affen. So in Gelsenkirchen. Ja? Ja. Ich bin da lang gefahren mit diesem Boot. Walla, ich wurde vom Affen mit Scheiße beworfen. Ja, du wurdest mit Kacke abgeworfen. Ja, ernst? Das erklärt einiges. Aber wieso? Auf jeden Fall deswegen hasse ich Affen. Ich habe in U-Bahn gekackt. Wer war das? Keine Ahnung. Da steht einfach, ich habe in U-Bahn gekackt. Ist doch egal, wer das war. Eins von Bojan? Nein! Das steht ja einfach. Ja, du hast ehrlich in U-Bahn gekackt. Nein, ich war das nicht, Moruk. Da steht doch dein Name. Nein, Junge, das daneben ist meins. Zeig doch mal. Nein! Zeig doch. Aber da siehst du schon, was hier steht. Du darfst das nicht angucken. Ich war das nicht. Jan, du hast ehrlich. Ich hab nicht in U-Bahn gekackt. Jan, du hast ehrlich in U-Bahn gekackt. Nein! Aber das steht doch da. Ich werde das reinschneiden mit deinem Namen. Oh, und du hast in deine Hose geschissen, 4. Klasse. 4. Klasse, da war ich 3 Jahre alt. Du wurdest von Affen mit Kack abgeschmissen. Ja, und du hast in U-Bahn gekackt. Nein! Aber ehrlich, jetzt hast du. Nein, Junge, hab ich nicht. Nein, Junge. Hab ich nicht. Sei mal nicht. Hab gepisst, aber nicht gekackt. Das war da, wo du mächtig geworden bist.
bisschen ist auf dein Bein geplätschert. Auf mein Bein? Du saßt daneben, du warst so Knockout und da muss ich ein bisschen weg. Da ist ein bisschen auf dein Bein geguckt. Ja, aber warum pissst du dich in andere Ecke? In der anderen Ecke lagst du doch. Deswegen hat meine Mutter gesagt, warum pissst du dich jedes Mal? Ich hab ihr gesagt, dass du in die Hose gepisst hast. Das ist ein Trauma für mich, weil ich seitdem immer in meinem Bett pisse. Aber das ist eingefallen, wie ich deiner Mutter gesagt habe, da kann ja ein Stück da drum, nein, ich hab mich. Und dann wollte ich dich schlagen. Ist aber nicht viel Piss auf deinem gekommen. Ein bisschen, ne? Ja, fast alles. War an ihr Handy, um zu gucken, ob sie mich betrügt, aber fand einfach Screens, wie ich sie betrüge. Krass, sie vertraut dem einfach nicht, ja? Krass. Das ist schon krass, ne? Das ist schon krass, Digga. War klar halt, so Frauen, weißt du, alle Frauen sind ehrlich, aber in der Liebe gefährlich, so. Braune Augen sind ehrlich, so. Ja, Hauptsache, scheiß auf die Beziehung ist ernst. Hauptsache, Gurken sind im Angebot bei Lidl. Pinguine mögen jetzt ehrlich Gurken, ne? Ich hab's getestet. Wenn du halt, mögen die halt ehrlich? Ja. Wenn du halt Salz davor drauf machst, dann mögen die aber nicht. Mhm. Weil in der Antarktis gibt's nur Pfeffersalz. Pfeffersalz? Hast du deine Beine rasiert? Ist ja der Ölpreis auch teurer geworden. Ja, aber Salz, Pfeffer wächst doch nur in Kanada. Letztens in Ustadt haben die auch verkauft. Krass, aber das ist schon teuer geworden, ne? Ja, wenn du so überlegst, seitdem Pinguine Gurken mögen, ist der Preis radikal angestiegen, Digga. Deshalb hat Tata auch aufgehört mit Musik und verkauft nur noch Banjos. Salzpfeffer Banjos? Ja, ja. Mit Wurzel von Salzpfeffer. Kennst du die Jojos von früher? Die so runtergingen so und dann sind wieder hochgekommen? Die verkauft er nicht. Warum haben wir eigentlich das Gespräch angefangen jetzt? Keine Ahnung, ja, du hast immer Pinguine. Na, scheiß drauf, kann mal passieren. Auf jeden Fall, ich glaube, du bist ein loyaler Mann. Du bist ein loyaler Mann, Digga. Wenn du betrogen hättest, dann hättest du betrogen so. Aber wenn du nicht betrügst, dann ist halt die Liebe ehrlich. Ich habe eine angemacht, Nummer geklärt, dann ihre Sis angemacht, Korb bekommen und dann von beiden Korb bekommen. Schwache Leistung, Digga, sei ich offen und ehrlich, Digga. Ja, aber wenn du Korb von beiden bekommst, dann klär doch einfach die Mutter, weißt du, was ich meine? Oder den Vater. Das ist Nachmutter. Ach so, ist Level 2, ne? Ja. Wo ich 10 war, hatte ich für Jamo TV eine Fanpage gemacht und hatte seine Nummer damals. Jamo, dieser Zahnlückentrieb von TikTok? Ja. Lockige Blonde? Ja. Dieser Typ, der mit dieser Aldi-Perle zusammen ist? Ja, zusammen. Der mit dem kleinen Schwanz? Das weiß ich nicht, Digga, das ist eine Sache zwischen uns. Ja, also ich find's schon sehr komisch. Die war 10 und er hatte die Nummer. Die war 10 und sie hatte seine Nummer. Ist für Jamo nichts Neues so, so wie ich mitbekommen hab. Kann mal passieren, Digga. Also mein Beileid an der Stelle, Fanpage für Jamo ist halt wirklich nicht. Ist wirklich von all den Beichten die schlimmste gerade gewesen. Ich weiß ehrlich nicht, wie sie damit umgehen kann. Ich glaube, die Arme kann nachts nicht mehr schlafen. Ja, die Arme, Digga, Allah, aber schon zu Hause auf jeden Fall, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Ich bin da, Stadt, der nicht, ich bin da, Atomulato ist da, alles gut. Allah, lass dich hier wohl, Digga, ja, die Fanpage für Jamo, wo sind wir angekommen, ne? Ich hab auch Fanpages. Für wen? Abto. Ja, du hast eine Fanpage für dich selber? Ja. Yeah. Und was postest du da? Bilder von mir, die keiner hat. Wohin ist Jamo? Halt die Fresse. Bin mitten im Bus auf Schoß von meinem Crush gefallen. Kennst du die Weisheit? Welche? Von Abto? Sei nicht jemand, der Crush auf jemanden hat. Sei die Person, die Crush für jemanden ist. Verstehst du, was ich meine? Sei ehrlich, der war stark. Ja, das ist schon krass, Digga, sag ich ehrlich. Ich habe dich getroffen. Ich weiß nicht, was daran peinlich ist. Ich bin ein netter Mann. Auch nur sagen, komm, mein Arm fällt ab, bitte. Mein Arm, Junge, bitte. Stark, mein Bruder. Okay, wir machen weiter. Eins von Onojan schreibt, ich habe in U-Bahn gekackt. Das war ich nicht! Hier steht dein Name! Junge, das ist fake! Okay, das waren jetzt die Beichten von euch. Jetzt beichtet Onojan eine Sache und ich beichte eine Sache. Weißt du, was an meinem ersten Tag Uni passiert ist? Ne, nicht erst, ich glaube zweiter oder dritter Tag. Guck mal, ich wollte damals voll ernst studieren. Und wir waren in so einer Gruppe drin, da war eine, die war so dritte, vierte Semester. Und die sollte uns das so beibringen, wo was ist. Die schreibt so in Gruppe irgendetwas Wichtiges. Ich weiß auch nicht mehr genau was. Ich kopiere das, schreib, was will die kleine Sch*** von uns? Aber nur, weil ich die ganze Zeit Beef mit der hatte. Ich komm rein, die meckert mich an. Ich mach dies, die meckert mich an. Ich hab so voll Beef mit der. Und ich war so müde, ich hab das in die Gruppe reingeschickt, wo die drin war. Hab nicht gecheckt, war eine halbe Stunde später, ich krieg Anruf. Oder falsche Gruppe. Ich sag, wie falsche Gruppe? Ich geh rein und das sollte in die Gruppe rein, wo ihr drin wart. Maruk, Walla Billa, die schreibt in die Gruppe, hey, freut mich, dass du auch so viel Spaß hast, aber das war die falsche Gruppe. Warte, wer ist danach nicht mehr studieren gegangen? Walla, Walla, das ist einer der unangenehmsten Sachen, die mir je passiert sind. Walla, Walla Billa sogar. Erzähl die Story, wo du mit 14 kaputt geklatscht wurdest.
Bochum Hauptbahnhof. 7 Uhr morgens, glaube ich sogar ein bisschen früher, weil ich habe um 6.50 Uhr oder so mal meinen Zug genommen. Ich komme Hauptbahnhof an, wir haben da so eine Rauchecke. Ich bin so am Rauchen, kommen so 3-4 Leute zu mir. Die geben so Hand, ne, ganz normal. Wir reden ganz normal und dann fragen sie mich so, hast du Attacken? Ich so, ja. Die sagen so, bist du nicht der, der gesagt hat, du f***st den und den? Und Walla, ich hab's nie gemacht. So, dass, wir haben mehrere Attakans in Bochum. Wahrscheinlich war das einer von denen. Ich sag, ja, ich heiße Attakan. Die sagen zu mir, du hast gesagt, dass du den und den f***st, ne? Ich so, nein. Auf einmal fliegt eine Bombe in mein Gesicht. Walla, so, das war so trocken. Auf einmal, ich lieg auf Boden, ich krieg Tritte gegen meinen Arsch, gegen meine Hüfte, gegen mein Gesicht. Ich steh auf, die sagen zu mir, warte ab. Was soll ich haben? Ihr habt mein Leben gef***. Um 6.30 Uhr am Hauptbahnhof. Und dann sagt ihr mir noch, warte, hab ich aufgestanden, Kippe gemacht, bin humpelnd zu meinem Zug gelaufen und war dann einfach in der Schule. Weißt du, was das Ding ist, Bruder? Wenn wir damals bevor, weißt du, was ich gemacht hätte? Du hättest mitgeschlagen. Ja, das wollte ich einfach ja verständlich. Ja, aber das ist verständlich, wenn ich halt mit draufschlage, ja, weißt du? Also ich fand es jetzt nicht schlimm. Es waren halt keine Schläge, wo ich gesagt hätte, oh mein Gott, ich bin gestorben. So. Ja, nächstes Mal so mal fester machen? Es wird kein nächstes Mal gehen, Digga. Warum? Weil es kein nächstes Mal mehr gehen wird. Stark, Alter. Ja, ich hab auch gemacht, jetzt musst du auch hochhalten. Nein. Auf jeden Fall, das war eine eklige Story von mir. Ich hab eigentlich richtig viele, mir fällt nur keine ein. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann hat es euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Lasst euch in Ruhe, Digga. Okay, ich würde. Ich schwöre dir, ne? Manchmal übertreibst du deine Lage. Das war's mit dem Video. Ich habe das Gefühl, das wird keinem gefallen. Mir hat's nicht gefallen. Hat's dir gefallen? Nein! Gut, wir sehen uns. Hey, das ist mein letzter Duplo! Das ist mein letzter Duplo! So, du kleine Bitch, hä? Ja? Ja, hab ich gefallen, du kleine Bitch, hä? Ja? Jetzt muss ich wieder festhalten. Okay, Freunde, damit war's das mit dem Video. Ich wollte noch was sagen. Was wolltest du sagen? Du scheißt du drauf, keiner hört dir zu. Was sagen? Digga.